Und es geht weiter mit Borussia Dortmund. Am Ende der Sendung, das sei hier schon angekündigt, schalten wir noch mal zu unserem Reporter Heiko Niederer nach Frankfurt, der dann noch weitere Eindrücke aus dem Stadion und frische Stimmen für uns alle hier hat. Jetzt reden wir über das Spiel, das am Samstag zunächst im Mittelpunkt steht. Denn Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen ist ja auch gleich mal was ganz Ordentliches, nachdem schon Frankfurt gegen Bayern angesetzt wurde. Und den wir da sehen werden, der musste singen. So macht man das bei vielen Vereinen. Es gibt ein Einstandsliedchen und Nico Schlotterbeck hat sich direkt ganz tief ins Herz von Marcel Reif und mir gesungen mit diesem Song. Also mit der Textsicherheit, Nico Schlotterbeck, verzeihen Sie mir das, würden Sie am Ballermann gnadenlos scheitern. Da erwartet man schon ein bisschen mehr, aber was nicht ist, kann ja auch an der Stelle noch werden. Ein freies Land, zum Glück. Und er singt den Nummer 1 Hit. Dafür haben wir alle gesorgt. Haben Sie eigentlich zum Einstand hier was gesungen? Das wünschen wir uns nicht. Es hätte nach dem Einstand keine zweite Sendung gegeben. Oder gerade, wer weiß. Ja, aber hör auf. Der singt den Nummer 1 Hit. Dafür haben wir alle gesorgt. Durch das todernste Diskutieren von so einem Schrott. Und ich kann meine persönliche Mallorca-Erfahrung einbringen aus diesen Sommerferien, Herr Reif, kann sagen, Männer und Frauen haben gleichermaßen Spaß an diesem Lied. Und ich habe den Eindruck, seitdem einiges verbieten wollen, wird es noch ein bisschen lauter gesungen. Doch, das habe ich auch. Und Nico Schlotterbeck kommt ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mit Kraft in der Stimme zurück. Möglicherweise, wenn es doch zu einem Titel reicht. Jetzt spielt er erstmal gegen Leverkusen, natürlich. Und an seiner Seite ist Mats Hummels, der davon profitiert. Und das ist nicht so gemeint, dass er sich darüber freut, dass Süle verletzt ist. Aber Süle fällt aus. Und insofern spielt Hummels, Herr Reif. Das ist jetzt noch mal eine Chance, die da gerade für ihn entsteht. Wir wollen ihn noch nicht abschreiben, aber es ist schon klar in der Wahrnehmung, wenn alle topfit sind und bei Leistung darf man davon ausgehen, dass Süle und Schlotterbeck die BVB-Innenverteidigung bilden. Und was machen wir mit der Dreierkette? Sie meinen alle drei zusammen? Das war durchaus denkbar. Dann musst du, wenn Hummels spielen soll, musst du eine Dreierkette spielen. Dann spielt Hummels. Soll Hummels spielen? Das entscheiden nicht wir hier, sondern das entscheidet seine Trainingsleistung, seine Fitness. Würden Sie ihn spielen lassen? War ich beim Training? Kann ich genau das sagen? Ich weiß, was Sie wollen, aber das kriegen Sie nicht. Nein, ernsthaft. Schau, der kann Dinge und er kann andere Dinge nicht. Nicht mehr, aber die konnte er noch nie. Den Spurt gegen Alfonso Davies, das wird er nicht gewinnen. Aber der hat Erfahrung. Und wenn er körperlich fit ist und gesund ist, dann die Dortmunder haben sich da sehr wohl was überlegt. Und das ist durchaus eine Option, mit einer Dreierkette zu spielen, mit ihm, Süle und Schlotterbeck. Die müssen Stabilität hinten kriegen. Das was die an Toren kassiert haben in der letzten Saison, geht auf keine Kuhhaut. Gleichzeitig morgen gegen Leverkusen, da ist ein Diaby auf der linken Seite, da ist Bellarabi, den wir, häufiger mal Schnellerabi, taufen. Und Schick kann es ja auch ganz gut. Also Hummels wird morgen schon sehr klar wissen, wo er steht. Und Terzic wird wissen, wo er mit Hummels steht. Ja, also nochmal, deswegen, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Terzic ihn so hinstellt, dass er dann die Laufduelle gegen Diaby bestreiten muss, sondern sie werden sich taktisch schon was einfallen lassen. Aber das, wie gesagt, schaue ich mir gern an. Hummels selber sagt, er ist so fit wie lange nicht, weil er offenbar wirklich auch verstanden hat. Ich muss richtig was tun. Nicht, weil ich Angst habe vor Dingen, aber wenn ich auf dem Niveau ein berechenbarer Faktor sein soll, noch bei Borussia Dortmund, muss ich eine bestimmte Fitness haben. Und wenn er gesund ist, wie gesagt, vielleicht wundern wir uns alle noch, wie wichtig er dann fürs Dortmunder Spiel wird. Freuen würden wir uns für ihn. Großer Fußballer, absolut. Viel getan für den deutschen Fußball, unter anderem natürlich Weltmeister 2014. Ja, was sagt der Trainer? Was sagt Terzic? Der verweist vor allen Dingen auf die Kraft des 12. Mannes, auf die er und alle Spieler gegen Leverkusen hoffen. Es wird ein ganz besonderer Tag sein für jeden Neuzugang, aber halt auch für die ganze Mannschaft. Es geht jetzt los, endlich vor ausverkauftem Haus. Wir freuen uns da extrem drauf. Ihr habt, glaube ich, jeden einzelnen Neuzugang auch mal im persönlichen Interview getroffen und habt sie dann gefragt, was sie dazu bewogen hat, sich für den BVB zu entscheiden. Und da war, ich weiß nicht, ob es die erste, aber spätestens die zweite Antwort war, diese Energie, die dieses Stadion entfachen kann, ist etwas, was ganz besonders ist für diesen Verein. Und da freuen wir uns natürlich extrem drauf, dass wir das am Samstag dann noch spüren.
Denn das letzte Mal, das ist das, worauf er auch anspielt, Herr Reif, als Dortmund zu Hause gegen Leverkusen gespielt hat, das war im Februar, da gab es ein 2:5, allerdings auch nur mit 10.000 Zuschauern. Da war doch was, wir erinnern uns. Ist das jetzt so das Ding, Terzic hat das immer wieder betont, auch schon bei seiner Vorstellung, geht er sehr auf diese Energie und auf die Kraft dieser Fans, dass er sich da Sorgen macht, dass die möglicherweise nicht so anspringen könnten, dass er das immer wieder so thematisiert, dass die kritisch sind sehr nach diesem letzten Jahr? Nein, weil er in Ruhe arbeiten will. Und da brauchst du dieses Thema musst du spielen immer. Weil dann wissen die auch, was sie zu leisten haben. Die gelbe Wand, wenn sie es denn überhaupt schon mal für einen Moment vergessen haben sollten. Sie haben Probleme. Allaire haben sie ja nicht geholt, weil ja, einen braucht man noch. Sondern das war ein wichtiger Hoffnungsträger. Und der fällt aus mit der schlimmen Krankheit. Alles Gute. Und das muss man jetzt kompensieren. Und da gibt es Diskussionen die ganze Zeit, holen wir noch einen, wen holen wir denn für ein Jahr bloß oder für ein bisschen Ersatz? Er hatte eine ganz andere Idee. Das mit Allaire hatte der seine Idee klar vor Augen. Und jetzt muss er das anders bearbeiten. Insofern alles so ein bisschen aufs Umfeld und die Energie. Aber ich glaube, dass er sehr viel an seiner Taktiktafel im Kopf arbeitet. Und sicherlich auch Kredit bei den Fans hat. Er hat ja den Pokalsieg ganz entscheidend verantwortet, nachdem er von Favre schon übernommen hatte. Jetzt der neue Cheftrainer. Wir wollen auch hören, was es aus Leverkusen zu diesem Spiel gibt. Trainer Seoane denkt auch zunächst an Allaire und beschäftigt sich dann mit der Partie. Ja, ich glaube, die haben sich sehr gut neu orientiert. Mit sowohl in der Innenverteidigung, aber auch im Sturm. Auf diesem Weg auch von unserer Seite Genesungswünsche an Haller. Das ist natürlich ein herber Rückschlag in der Planung, weil das wirklich ein herausragender Stürmer ist, der den Haaland auch ersetzen könnte mit seiner Torquote. Aber sie haben viele variable Spieler vorne. Sie haben einige Spieler, die schon länger dabei sind, mit viel Erfahrung und viel Qualität. Also mit den Dortmundern, wissen wir alle, ist zu rechnen. Also auch hier nochmal die Genesungswünsche an Allaire. Dem schließen wir uns natürlich an. Chemotherapie ist bei ihm erforderlich nach der Prostatakrebsdiagnose. Und wir sind gespannt, wie es laufen wird. Dortmund-Leverkusen ist eines der Spiele, auf das wir am Samstag gucken.